Hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Video geht es um das Thema Esoterik. Heute in aller Munde, aber was bedeutet es wirklich? Vor kurzem bin ich auf einen Leserbrief gestoßen von einer Wissenschaftlerin und was schreibt sie darin? Dass jede Wissenschaft esoterisch sei. Und da denken wir, dass gerade die Esoterik das Gegenteil von Wissenschaft ist. Ich denke auch nicht, dass viele Wissenschaftler diese Meinung teilen. Aber die Frage ist, was meinte sie wohl damit? Dann sprechen heute viele Menschen davon, dass schon die Quantenphysik esoterisch sei. Was ist denn damit gemeint? Nun, in der Quantenphysik ist es ja auch so, dass schon die moderne Esoterik die Quantenphysik überall verwendet. Quantenheilung. Dass man sagt, da ist irgendetwas Esoterisches dran an dieser Quantenphysik. Was also meint man daran, was esoterisch ist? Und wenn ich jetzt von moderner Esoterik spreche, was meine ich denn damit? Schauen wir uns einmal an, woher der Begriff überhaupt kommt. Es heißt dann in den modernen Lexika, esoterisch heißt aus dem Griechischen innerlich, dem inneren Bereich zugehörig. Danach ist die Esoterik dann die Lehre vom Inneren, vom Verborgenen. Wobei das Verborgene im Lateinischen dann das Okkulte, das Geheime genannt wird. Also Esoterik und Okkultismus wäre dann im Grunde genommen dasselbe. Das Spannende ist aber nun, dass es im Griechischen die Vorsilbe eso gar nicht gibt. Es gibt exo für Exoterik, also das äußere Wissen. Und das Gegenstück, sagt man heute, ist die Esoterik. Nur diese Vorsilbe gibt es nicht. Das ist spannend. Denn die gegensätzliche Vorsilbe wäre endo. Also müsste es eigentlich Endoterik heißen. Also woher kommt der Begriff eigentlich? Es hat sich trotzdem dieser Begriff durchgesetzt. Und damit meint man die innere Lehre, Schulung, der Okkultismus. In einem Wörterbuch von einer lieben, guten Freundin von mir, die selber mal Altgriechisch gelernt hat, stand handschriftlich noch drin, esoterisch heißt heilsam. Das findet man aber nirgendwo in den Lexika. Im allgemeinen Internet, in den Lexika, finden wir eine Erklärung, dass der römische Arzt Galen im 2. Jahrhundert dieses Wort esoterikos eingeführt hat. Und exoterisch bedeutet von außen betrachtet und esoterisch bei ihm von innen betrachtet. Ein zweiter antiker Schriftsteller, ein Lukian von Samosata, erwähnte offensichtlich diesen Begriff auch. Aber dieser war ein Satiriker und brachte diesen Begriff in einem satirischen Stück. Das heißt, offensichtlich war damals schon der Begriff esoterisch etwas Satirisches, satirisch belastet. Das ist ja heute zum Teil auch so. Ja? Denn auch Galen, dieser römische Arzt, verwendete diesen Begriff für die sogenannte Philosophie der Stoiker. Du kennst ja sicher den Begriff stoische Ruhe. Also es war damals schon offensichtlich etwas abwertend gemeint. Auch Clemens von Alexandria, das war einer der Kirchengelehrten, hat im 2. Jahrhundert diesen Begriff verwendet und er verwendete ihn als das Geheimwissen. Und zwar als das Geheimwissen des berühmten Aristoteles. Und so sprach auch der berühmte Kirchenlehrer Augustinus davon. Und er verwendete dann die lateinische Form esoterikos mit C. Also, er sprach davon, dass das die esoterische Lehre von Aristoteles gewesen sei. Also immer ging es darum, um etwas, was verborgenes Wissen ist oder nicht so richtig ausgedrückt. Und selbst bei Platon gibt es einen wunderbaren Begriff, nämlich die sogenannte ungeschriebene Lehre. Und damit hat Platon ganz eindeutig das Geheimwissen gemeint, das, was nicht aufgeschrieben wurde, sondern mündlich überliefert. Und das war damals das Wissen der Eingeweihten. Ja, wir sehen also, dass der Begriff Esoterik im Griechischen entstanden ist, obwohl er vom Wort her gar nicht passt, dass er aber eher später ironisch, satirisch gemeint war, weil Platon lebte ja viel, viel früher, 600, 700 Jahre vorher, vor diesem römischen Arzt und den anderen Gelehrten. Also wir sehen, dass offensichtlich aus dem alten Geheimwissen dann diese eher satirische Esoterik wurde. Was ist nun Esoterik aus unserer Sicht, aus meiner Sicht? Wir sagen, dass wahre Esoterik
das ist, was ich heute als spirituelle Wissenschaft und was wir als Geisteswissenschaft bezeichnen. Im alten Sinne war die Geheimwissenschaft, die Geisteswissenschaft immer die wirkliche Esoterik, die ungeschriebene Lehre. Das ist ja immer in den Bruderschaften, in den Mysterienschulen weitergegeben worden. Das war das Wissen der Eingeweihten, das Wissen der Mysterienschüler, also die, die in die Geheimnisse der geistigen Welt eingeführt wurden. In den letzten Jahrzehnten wurde nun aus diesem alten, ehrwürdigen Begriff eher wieder ein abwertender, ein zynischer, ironischer Begriff. Das hat auch seinen guten Grund. Warum? Denn wenn wir heute in die moderne Esoterik schauen, dann erleben wir eher ein Sammelsurium. Also wenn wir auf eine esoterische Messe gehen, man wird fast erschlagen von Kartenlesern, Geistheilern, Pendeln, Astrologie, Kristallheilung, Quantenheilung und. Eine Fülle von wunderbaren vielleicht auch Methoden, vielleicht vieles davon, aber eben nicht so wunderbar. Weil sich wirklich da herausgestellt hat, dass er ein Sammelsurium ist von teilweise frei erfunden, teilweise rein technischen Methoden, was mit dem alten Geheimwissen praktisch nichts mehr zu tun hat. Und da stehen wir vor dieser Herausforderung zu sagen, was ist denn nun wirklich Esoterik? Früher war Esoterik das heilige Wissen um die inneren Welten. Wenn wir in die modernen katholischen Kirchen, nein, in die alten Kirchen, Entschuldigung, die großen katholischen Dome schauen, dann sehen wir in den Decken Gemälden die Bilder von den sogenannten neuen Engelchören. Da ist die gesamte geistige Welt aufgemalt, aufgezeichnet. Das kommt aus dem 4. Jahrhundert. Auch dazu gibt es ja von mir ein eigenes Video. Und dieses höchste Einweihungsgewissen ist dann in das katholische Standardwissen übergegangen, aber wir haben es heute praktisch vergessen. Das war schon immer Esoterik. Und dort geht es um die Engel, verschiedene Ebenen von Engel. Auch dazu das Video von mir entsprechend einmal anzuschauen. Diese neuen Engelchöre beschreiben die gesamte geistige Welt in verschiedenen Stufen bis hinauf zu Gott. Und diese Engelchöre oder geistigen Hierarchien oder göttliche Hierarchie, die behandeln und studieren wir in unserer spirituellen Wissenschaft. Und wenn heute nun ein Channel-Medium, ein Medium kommt und sagt, ich channele den Erzengel Michael und glaubt, dass das nun wirklich Michael ist, der durch sie oder durch es spricht, dann müssen wir uns fragen, was da wirklich abläuft. Ich persönlich, nach meinen langjährigen Erfahrungen, glaube nicht, dass hier jemand wirklich mit dem Erzengel Michael spricht. Die Frage ist aber nur, wie können wir die alte frühere heilige Esoterik heute wiederfinden. Das ist die Geisteswissenschaft. Und die Esoterik führt uns hinein in die Geisteswelt, aber eben heutzutage in einer neuen Form. Und wenn wir Esoterik betreiben wollen, dann sollten wir das tun im Sinne dieser Geisteswissenschaft. Warum? Weil die Esoterik uns hineinführt, die wahre Esoterik, wirklich in die geistige Welt. Nur, wenn ich heute in ein Atomkraftwerk hineingehe, dann darf ich da nicht hineingehen, wenn ich nicht weiß, welche Gefahren da lauern, welche Technik. Noch viel krasser ist es mit der geistigen Welt. Deshalb gab es immer ein langes vorbereitendes Studium, eine lange, lebenslange Vorbereitung, früher in den Mysterienschulen, bei den Einweihungslehren. Man musste sich lange vorbereiten, bevor man in die geistige Welt hineintreten durfte. Weil man ganz genau wusste, wie gefährlich diese Welt ist. Warum? Weil wir haben es hier zu tun mit geistigen Wissenheiten. Und wir dürfen nicht meinen, dass diese geistige Welt einfach mal so hoppla hopp zu betreten ist. Und das ist leider der Fall in der modernen Esoterik, dass man meint, einfach mal so locker über die geistige Welt zu reden, Übungen zu machen, Techniken zu machen, ohne wirklich zu wissen, mit welchen Wesenheiten man es zu tun hat. Und das brauchen wir. Das ist ganz wichtig und deshalb gibt es diese Einweihungswissenschaft, die spirituelle Wissenschaft, die Geisteswissenschaft. Und mit der können wir uns vorbereiten, wirklich Esoterik zu betreiben, im wahren Sinne, und dann in die geistige Welt einzutreten. Mehr darüber gibt es im nächsten Video.